Das, was ich hier mache, ist Kontrolle zu übernehmen. Das hat nichts mit Kontrollverlust zu tun. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Jetzt, wo ich die Ohrenstöpsel raus habe, höre ich auch, dass es aus Zelt regnet. Das ist gemütlich. Voller Täter, würde ich mal sagen. Denn wir sind Kräuterquark, Limonade, Butter, Croissant, Brötchen, Spiegelei, so ein Stutenteig, süßes Milchbrötchenteil, Becher Müsli, Joghurt, Käse, Salami, Special Cappuccino. Muss ich irgendwann mal probieren, weiß ich aber nicht, ob ich mich traue. If you know what I mean. Mm. Kakao, oder? Ja, das mit Kakao. Oh ja, das mögen wir. Es geht doch kaum was über ein Croissant mit Butter und Kaffee. Oder Cappuccino. Special Cappuccino. Das Croissant ist live. Und mit Butter noch
mehr. Es folgt der ultimative Vergleich. Margarine auf Croissant. Die schmeckt halt einfach wie Margarine. Ja, so ein bisschen, also einfach geschmackloser tatsächlich. Also einfach nur Fett. Mhm. Ist ja auch kein Wunder bei Butter. Es schmeckt halt milchiger. Und mir schmeckt das besser. Und das ist mein Leben lang nicht leicht gefallen, das zu sagen. Beziehungsweise ich habe es mir nie eingestanden. Grande Malheur. Aber das Beste draus gemacht. Vorbei die Zeiten des mageren Aufstrichs und Belags. Also, und des dünnen. Also bestreichens. Vor einem Jahr im Urlaub hatte ich noch richtigen Ekel vor Eigelb. Jetzt nicht mehr. Und ich habe mir gerade meinen eigenen Orangensaft geholt. Bevor ich damit alles wegtrinke. Und das ist nicht unnötig. Noch ein Spiegelei, Rührei. Nochmal aufgefüllt mit Cappuccino nochmal und Heißwasser. Also der Special Cappuccino. Der ist auch gesüßt und Vollmilch und all dieses Pipapo. Fettbutter Leona. Mein allererste. Oder das ist doch Leona. Leona? Ich weiß auch nicht mal, wie das richtig ausschmeckt. Ich habe mir immer gesagt, ich mag das nicht. Mir schmeckt die. Und ich habe die halt bis jetzt noch nicht gekauft, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das genügend mag und nicht direkt eine Packung kaufen wollte. Und hier am Buffet habe ich es jetzt einfach mal probiert. Und auch noch andere, hier so Kochschinken und was ist das andere? Butterpaket, leer. Und ich kombiniere einfach so, wie mir gerade nach Lust und Laune ist. Zum Beispiel hatte ich Käse auf dem süßlichen Stutenteigviech mit Butter. Gibt keine Regeln. Es funktioniert gar nicht. Oh, fail. Es ist nicht flüssig genug. Ja, das ist die Realität. Käsekuchen. So lecker. Marmelade auf Spiegelbrot. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes.
So. Wir sind jetzt hier auf der Alm. Und ich wusste direkt, was ich bestellen möchte, nämlich Kakao mit Sahne. Da habe ich richtig Bock drauf. Mein früheres Ich. Falsch ausgedrückt, aber weißt du? Dass ich das keine Angst hatte, dass es irgendwann mal gab, bevor ich 13 wurde, dass hätte sich das bestellt. Nicht ohne Sahne und auch nicht die Frage nach fetter Milch oder nach pflanzlicher Milch, sondern einfach so, wie es kommt. Krasse Kamera. Prost. Ja, oder? Krass, ich kann es so richtig. Das feiere ich. Ja. Und dich ist es auch Grund zum Feiern. Yes. Lebensfreude. Für mich gerade. Pur. Für mich auch. Komm, wir machen jetzt das Unmögliche möglich. Schlabbern jetzt. Könnte noch schokoladiger sein. Aber schön cremig. Extra Kakao im Anmarsch. Wird versenkt. Hier noch eine zweite Ladung. Da sind jetzt nochmal insgesamt 6 Teelöffel Kakaopulver reingekommen. Weil ich so richtig Bock auf was Schokoladiges hatte und das einfach nur nach warmer Milch geschmeckt hat. 3 Teelöffel Kakao später. Ich bin happy. Das schmeckt richtig lecker jetzt. Ich habe das 20 Jahre meines Lebens. Und wenn ich den, also wenn ich ihn erlaubt hätte, dann wäre es nur so irgendeine kalorienärmere Version gewesen. Ich bin jetzt total happy, ne? Einfach heißer Kakao, das ist so wirklich, das habe ich mein Leben lang nicht genießen dürfen. Da sagt mal einer, das sei unnötig. Not true. Weder finanziell noch inhaltsmäßig. Hättest du auch gern so ein Glöckchen am Hals? Nein. Die sehen aber so zufrieden aus, oder? Brezel is life. Hi. David ist gerade am Duschen und dann werden wir uns Abendessen machen. Ich habe einfach gerade richtig Bock auf Schokolade. Ich habe keine Schokolade mit. Und in dem Shop hier vor Ort, also auf dem Campingplatz, gibt es auch keine. Aber ich habe das noch vom Frühstück. Das hatte ich, ich hatte so viele Brötchen gegessen und auf das hatte ich dann doch mehr keinen Bock. Habe ich aber halt mir ausgesucht gehabt und dann aber doch nicht gegessen. Und nun wird es einfach gelöffelt. Oh wow, das war keine gute Idee, das im Kühlschrank zu haben. Mm. I love it. In der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Und das Krasse ist ja, es braucht keine Not, um sowas machen zu können und machen zu dürfen. Und das heißt nicht, dass du Kontrolle verlierst, ganz im Gegenteil. Huch, das, was ich hier mache, ist Kontrolle zu übernehmen. Das hat nichts mit Kontrollverlust zu tun. Das ist Kontrolle zu übernehmen, um meinen Körper kontrollieren zu lassen. Weißt du? Ganz einfach. Das hat nichts mit gehen lassen zu tun. Ja, leben lassen, das habe ich schon mal angesprochen. Aber, also sondern mit wirklich Verantwortung und eigentlich wirkliche Stärke und Disziplin zu zeigen. Sehr ästhetisch, sorry. Geil. Am Anfang meiner Recovery bin ich übrigens im Zelt
Ich hab grad das Ding halt aus dem Kühlschrank geholt. Aus der Minibar. Am Anfang meiner Recovery habe ich das einfach glasweise gelöffelt. Das würde ich jetzt überhaupt nicht mehr hinkriegen, ohne mich zu restriktieren. Aber wenn ich Bock habe, habe ich Bock. Daran hat sich nichts geändert. Und das wird genauso wenig restriktiert. Daran hat sich nichts geändert. Wirklich nur an der Fähigkeit und an der Lust, welche Menge ich haben will. I don't know. Ich habe es mir auch nicht vorstellen können. Ich habe das nicht glauben können. Jedes Mal, wenn es irgendjemand gesagt hat, habe ich einfach nicht geglaubt, dass sowas bei mir möglich wäre. Und es ist aber so gekommen. Geil. Hätte ich jetzt ein ganzes Glas oder halt einfach, ja, wie bei einer Tafel Schokolade, würde ich schon noch ein paar Löffel mehr essen. Habe ich jetzt aber nicht. Ja, das ist das Leben. Aber ich werde... Und also wir haben noch Kuchen oder so, da habe ich gerade echt keinen Bock drauf. Aber ich werde was anderes finden. Das sollte halt echt nur so ein kleiner Reminder sein. Für euch. Ich verstehe total, wenn ihr das nicht glauben könnt, ja, dass sich sowas ändert. Und dass es bei euch auch funktioniert. Aber ich war genau da an dem Punkt halt eben auch. Und es ist genau so gekommen. Das ist krass einfach. Ja. Es ist so krass, weil Nutella hatte so eine Macht über mich, ne? So eine Macht. Es war ein Binge-Food für mich gewesen. Das einzige Binge-Food, also das einzige, was ich jemals, an dem ich mich überfressen habe und wirklich, dass ich dann gläserweise gelöffelt habe. Und auch nur ganz wenige Male tatsächlich, weil ich immer eher so die absolute Disziplinsbombe in Sachen Restriktion einfach war. Kann man nicht drauf stolz sein, weil es halt eben einfach mega schädlich ist und überhaupt nicht so gloriös ist, wie man denkt. So, und man sieht ja auch, wo es einem mental, also selbst wenn es körperlich sozusagen nach außen hin nicht schädlich aussieht, ist es mega schädlich für den Körper. Ist einfach so, hormonell und all dieses Gedöns. Und aber mental halt auch, das wissen wir ja. Mental zerstört sich halt mega. Und es hatte halt einfach so eine Macht über mich. Es hat immer meinen Namen gerufen. Es war so ein Fear-Food und so ein Desire-Food. Also so ein Verlangen, so ein Ding, wonach ich Verlangen hatte. Es ist jetzt gar nicht mehr. Also es ist echt relativ selten, dass ich das haben möchte. Also dass ich daran denke und das dann haben möchte. Aber auch nur, weil ich monatelang mir das unrestriktiert in beliebigen Mengen erlaubt habe und auch gegessen habe. Ich habe es auch nicht geglaubt, dass es klappt und funktioniert. Aber bei mir ist es eingetreten und ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht dem einen oder anderen helfen. Für die Blendung. Was sind das, Raviolinis oder welche hast du jetzt genommen? Eine Ravioli, ein Gemüsefilet. Das hier. Ravioli von Buhnalben-Maggi-Gemüse. Puh, oh Leute. Schwierige Situation. Ist jetzt gerade ein bisschen unterbelichtet. wegen, genau, wir haben da so ein Lichtchen. Aber es ist mega gemütlich. Wir machen gleich noch Kerzen an. Ich bin hier gerade noch in meinem Duschbademantel, der hier bereitgestellt wurde. Alles irrelevant. Was ich sagen wollte ist, David geht gerade noch für mich zu dem Gasthof hier auf dem Campingplatz und holt mir noch Hähnchen. Weil als ich das heute als Tagesangebot gelesen hatte, habe ich halt direkt gemerkt, oha, das ist so ein krasses, du wirst es, also die läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ich bin, weißt du, das habe ich gelernt in der Recovery. Und das ist auch wirklich das Schwerste an allem.
an allererster Stelle wirklich zu dir selber ehrlich zu sein und zu sagen, okay, jenseits all meiner Ethik und was ich am liebsten gerne hätte, also wie ich am liebsten gerne handeln würde, von den Werten her, wonach ist mir gerade? Und wenn ich mental vollständig recovern möchte und vollständig jegliche Angst vor jeglichen Lebensmitteln verlieren möchte und komplett frei werden möchte, dann muss ich den mentalen Hunger einfach kompromisslos nicht nur akzeptieren, sondern auch dementsprechend umsetzen. Und ja, und ich habe halt jetzt eben, habe die nächste Stufe hochgefahren, indem ich gesagt habe, Finanzen sind jetzt kein Argument mehr. Das war bis jetzt sonst immer noch, auch in meiner Recovery hier und da, eben ein Argument. Weil, ja, ne? Also ich meine, klar, du kannst Geld auch nur einmal ausgeben, aber ich habe euch ja schon erzählt, ich habe die Entscheidung getroffen, an Essen darf in meiner Situation nicht gespart werden. Wenn wir sparen, dann in anderen Bereichen. Und deswegen gilt das Argument jetzt nicht mehr. Also das ist jetzt ein Hähnchen, das ist auch sozusagen überteuert. Ja, kriegst du woanders viel günstiger. Aber ich konnte einfach nicht, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich konnte nicht leugnen, dass ich das einfach haben will. Fertig. Und wir haben andere Sachen hier. Ich habe sogar noch ein bisschen Salat von dem gestern und dem Lachs noch. Das war so eine Riesenportion. Ich habe es nicht geschafft an dem Abend. Und also, ja, es ist nicht so, als fehlt es an Auswahl. Aber wenn ich mich halt, ich habe es mir wirklich zur Aufgabe grundsätzlich gemacht. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, wirklich kompromisslos das zu essen, was ich auch wirklich am allermeisten will. Und wenn es verschiedene Sachen sind, dann das, was in der Vergangenheit immer am problematischsten für mich war. Also das, was die größte Angst in mir ausgelöst hat. Ja, und ethisch gesehen fällt mir das natürlich oft schwer. Aber es ist das Allerethischste für mich, zu recovern, vollständig die ganze Erstörung scheiße loszuwerden, sodass ich wirklich ja, eine Bereicherung für den Planeten sein kann, überhaupt sein kann, ja. So, und ja, das fällt mir jetzt richtig schwer, so ein Hähnchen zu holen. Und übrigens, David holt mir das nicht, weil ich selber nicht kann, sondern weil ich jetzt hier gerade im Bademantel bin. Und genau, er hat es lieberweise für mich geholt. Und ja, das wäre halt so eine Entscheidung. Ja, das kann man auch an einem anderen Tag. Und wo es dann irgendwie nur ein Drittel davon kostet, ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das ganz schaffe. Das ist irgendwie ganz, also so ein halbes Hähnchen. Und da gibt es dann so viel, viel zu unnötig, viel zu viel, viel zu übertrieben, viel zu extrem, viel zu unethisch, viel zu dies und jenes und das und überhaupt. Aber die ganzen Stimmen einfach, ja, Voltig in den Mund, sozusagen, ja. Ihr müsst jetzt ruhig sein. Und meine Priorität ist die Recovery und unrestriktiertes Essen heißt und hat wirklich All-in-Recovery heißt, dass ich wirklich das nehme, was ich am meisten will. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Und zu diesem Aggressivitätslevel muss ich quasi in meiner Recovery grundsätzlich kommen. Und das kann ich wirklich nur als absolute Empfehlung weitergeben, denn das sprengt so viele Ketten. Je falscher es sich anfühlt, je mehr in dir schreit, je mehr dir zum Heulen zumute ist, desto richtiger ist es. Desto mehr sind diese Gedanken wirklich weggegangen, desto weniger Angst habe ich bekommen vor Sachen. Und genau, das ist halt jetzt echt eine krasse Situation. Oh, da kommt's. da kommt Lieferando. Krass. Und hat's geklappt? Ja, offensichtlich. Ja, vielleicht hast du ja eine leere Dose in der Hand. Ja. Nee, aber ich meine, hast du nur das Hühnchen bekommen, oder? Nee, ja, es ist immer Kartoffelsalat. Oha. Okay, also musst du auch den vollen Preis zahlen. Zum Mitnehmen kostet es 10 Euro. Oh, das ist aber nett. Oh, das ist doch mal etwas. Das bestellt ist sonst irgendwie zu teuer. Oh, das ist aber nett. Zeig mal. Guck mal hier. Ich zeig's euch mal.
So, zwar ohne Blitz, aber man kann es trotzdem erkennen. Ich frage dich jetzt vielleicht, warum muss das sein? Und warte, ich kann euch auch nicht sagen, ob mich das jetzt vielleicht anekelt, aber als Kind, ich habe es geliebt. Das ist das, was ich noch erinnere. Ja, hier kommt wieder die Kameratechnik, ne? Eine Kameraführung on point. Ja. So, ich stell dir das mal hier hin. Ja. Ich möchte mit deinen Nudeln. Genau, ich esse auch noch von den Raviolinis mit. Vielleicht machen wir die Dose auch noch, ne? Ja, gut, okay. Ja, das meiste ist David, das wollte ich gerade damit sagen. Yes. Und es ist nicht so, als wenn mir das nicht schmeckt. Ich hätte mir halt jetzt schön in die eigene Hose gelügt. Okay, das war eine doofe Ausdrucksweise. In die Hose gelügt? In die Tasche gelogen. So. Ich bin nüchtern, nur so zur Info. Aber es ist spät. Ich hätte mir in die eigene Tasche gelogen, wenn ich gesagt habe, ja, jetzt komm, das ist viel günstiger und das ist es eh schon gemacht und das schmeckt mir auch. Und es ist halt einfach, unterm Strich ist es einfach ein sicheres Lebensmittel und das macht eigentlich, dass es keine Option ist, das dann einfach zu essen, anstatt dem, von dem ich eigentlich weiß, was ich eigentlich gewählt hätte von Anfang an, wenn ich nie die Angst vor Geld ausgeben entwickelt hätte und wenn ich nie irgendeine Angst rund um Essen entwickelt hätte. Also wenn ich immer noch die Miri von damals wäre, die diese ganzen Ängste nie kannte. Und deswegen fühlt sich das gerade schon echt gut an, dass wir es noch durchgezogen haben. Danke, dass du es mir noch geholt hast. Jetzt schmeckt mir's wieder. Weil jetzt macht nämlich gerade der Gasthof zu und ja, also das kann man auch einfach mal sich selber so sagen, ich habe das jetzt noch durchgezogen. Weil am Ende, David hätte das ja nie geholt, wenn ich nicht gesagt hätte, du, mir ist das jetzt mega peinlich. Also mir war es peinlich, es muss mir eigentlich nicht peinlich sein vor David, aber ich will eigentlich nicht, dass ich das so dann will, sozusagen. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, das sind die Fakten, die auf dem Tisch liegen. Und es liegt an mir, das dann mit mir selber zu kommunizieren und das dann nach außen hin zu kommunizieren, um die Schritte zu gehen, um es auch umzusetzen. Das Beste heißt einfach, du isst halt wirklich nach mentalem Hunger. Und wenn du dann doch nicht so viel mentalen und körperlichen Hunger hast, wie das ist, ja, dann kannst du jederzeit 10 Minuten später oder eine halbe Stunde später oder am nächsten Morgen das weiter essen. Und das darf halt kein Argument sein, ja.